Und jetzt der Ausblick von der großen Düne übers Meer da rechts. Und da hinten ist wieder der Wachturm der russischen Grenzpolizei. Weiter nach links zum Haff. Im Gegenlicht. Hier oben noch ein Denkmal von Sartre, der mal hier mit Simone de Beauvoir gewesen ist. Die Spitze der Düne mit vielen Touristen. Oben auf der großen Düne ist eine sehr gigantische Sonnenuhr. Der Obelisk ist 12 Meter hoch. Wurde 1999 der obere Teil mal bei einem Hurricane, den es hier wohl gab, auch mal runtergeblasen. Aber jetzt steht es wieder und man kann unten im Schatten die Zeit ablesen. Am anderen Ende des Haffs ist schon russisches Gebiet. War früher die Stadt Tilsit, irgendwo auf der anderen Seite hier. Überall laufen ein paar Leute, man muss aber danach suchen. Das ist ein litauisches Küstenschutzschiff, was die Grenze beobachtet. Die Halbinsel dahinter, hier gehört schon zu Russland. Wenn wir jetzt nochmal drehen, sehen wir da hinten die Ostsee. Und etwa in der Mitte vom Bild ist die Grenze zwischen Litauen und Russland auf der Kurischen Nehrung. Und da ist der Blick runter nach Nida. Die Altstadt ist da unten irgendwo und hier natürlich der Sporthafen. Und auf dem Haff tatsächlich ein Segelboot an einem Freitagmittag.